So, also hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Und naja, wie ich jetzt schon unfreiwillig das Fahrrad hier so präsentiert habe, ja, ich habe heute mein Fahrrad mitgebracht. Ich fahre sehr gerne Fahrrad. Das ist das Hobby, das ich wahrscheinlich ja, von der Stundenanzahl her am meisten ausübe. Aber heute soll es nicht ums Fahrradfahren gehen, sondern um das Fahrrad an sich. Also ihr seht hier mein Fahrrad, das habe ich heute mitgebracht. Das besteht aus vielen unterschiedlichen Teilen, circa 2000 Teile, sollte man gar nicht meinen, wo hier 2000 Teile untergebracht sind. Also ich habe es nicht nachzählt, ich habe es nicht zerlegt, ich habe das einfach gelesen und glaubt es. Und jetzt möchte ich einfach, dass wir uns gemeinsam ein paar Gedanken drum machen, was sind denn jetzt so die wesentlichen Bestandteile dieses Fahrrads? Na, wenn man das jetzt anguckt, ja klar, Fahrrad, da steckt das Wort Rad drin. Also ich meine, die Räder hier, Vorder- und Hinterrad, das benötigt man auf jeden Fall. Gut, ein mancher von uns sagt vielleicht, na, das Vorderrad benötige ich nicht unbedingt. Ich fahre auch gern Wheelies, ich sehe schon jemand nicken hier. Ja, also ich kann es nicht, ich kann ein paar Pedalumdrehungen maximal auf dem Hinterrad fahren, dann lande ich wieder auf dem Vorderrad. Also ich bin froh, dass ich das dabei habe. Ja gut, aber nur mit dem Rad ist ja auch nicht viel getan. Man braucht auf jeden Fall mal hier den Rahmen und die Gabel, an denen die Räder aufgehängt sind. Und dann kann man weitermachen. Ja gut, ich meine, wenn ich jetzt nur Räder habe und ich habe keine Pedale, dann hilft es ja auch nicht viel. Und zur Pedal gehört die Kurbel. Ja gut, aber wenn ich jetzt nur Kurbel und Pedal habe, also die Kurbel ist das Ding hier, das ist das Pedal. Wenn ich nur das habe, das hilft ja auch noch nicht. Ich brauche ja auch noch die Kette, um das Ganze zu übertragen. Und so kommt man vom Hundertste ins Tausendste. Und man sieht im Endeffekt, damit das Fahrrad funktioniert, braucht es wirklich jedes einzelne Teil. Manche Teile sind ganz offensichtlich, wie die Teile, die ich jetzt eben erwähnt habe. Dann gibt es andere Teile, von denen weiß man vielleicht, dass sie da sind. Zum Beispiel sowas wie ein Bremsbelag. Das ist so ein Verschleißteil. Tja, das hat so vielleicht die Eigenschaft der Opferbereitschaft, das wird aufgebraucht und irgendwann wird es einfach mal austauscht. Und dieser Bremsbelag, der muss jetzt aber auch festgehalten werden von einem kleinen Schräuble. Und wenn das Schräuble fehlen würde, dann funktioniert die ganze Bremse nicht. Also man sieht, selbst die kleinsten Teile, von denen wir vielleicht nicht mal wissen, dass sie überhaupt da sind, sind wichtig für die Funktionsweise dieses Fahrrads, dass das Fahrrad eben ordentlich funktioniert. Gut. Jetzt in der Bibel steht es nicht viel vom Fahrrad drin, liegt eigentlich daran, zumindest mal ein Grund, ich weiß nicht, wenn Jesus jetzt heute wiederkommen würde, ob er das Beispiel des Fahrrads aufgreifen wird, weiß ich nicht, aber Fahrrad gibt es ja noch gar nicht so lange, man soll es eigentlich gar nicht meinen, das ist ja rein mechanisches Ding, Räder gibt es ja schon elends lang, das war ja Erfindung, ich weiß gar nicht, schon vor ein paar tausend Jahren auf jeden Fall hat man die Räder erfunden. Naja, und ist so ein bisschen eine Kette und so weiter, das ist ja nichts Hochkompliziertes, sollte man meinen, aber tatsächlich erst im 19. Jahrhundert, so Ende des 19. Jahrhunderts, gab es erst das Fahrrad in der jetzigen Form. Davor gab es das gar nicht. Waren die Wege vielleicht auch schlecht, dann hat man die Räder damals nicht so einsetzen können. Gut, speziell das Rad hier, das Mountainbike, das wird es auch funktionieren auf schlechten Wegen. Es soll ja Leute geben, die fahren sogar freiwillig auf schlechte Wege mit den Fahrrädern, gell? Suchen sich noch die Hindernisse raus, damit es ein bisschen spannender wird. Ja, aber wie gesagt, früher gab es da eben keine guten Wege und somit war der Bedarf für ein Fahrrad einfach nicht da. Gut, aber in der Bibel wird jetzt auch die Gemeinde verglichen mit einem menschlichen Körper. Der Körper besteht auch aus vielen unterschiedlichen Teilen, nämlich, habe ich auch nachgelesen, habe niemand seziert, circa 7500 Körperorgane, Körperteile gibt es. Dann gibt es natürlich die großen Organe, an die man zuallererst denkt, was sich Herz, Lunge, Magen, Darm und so weiter. Aber das ist noch nicht einmal das größte Organ. Das finde ich auch erstaunlich. Ja gut, die medizinisch geschulten Leute unter uns, die wissen natürlich, was das größte Organ ist. Das ist ein Organ, das ich mir vor 3 Wochen ein bisschen ruiniert habe, nämlich die Haut.
Die Haut ist das größte Organ, das wir haben. Wiegt circa bei Mann in meiner Größe 14 Kilo. Sollte man nicht meinen. Habe ich hier 14 Kilo Schlabberhaut um mich rum. Aber es ist so, 14 Kilo, größtes Organ. Dann das kleinste Körperteil, das steckt im Ohr. Das ist Hammer, Amboss und Steigbügel. Und die sind nur, das sind Knöchele, die sind nur 2-3 mm groß, völlig unscheinbar. Wenn wir diese drei Knöchele nicht hätten, dann könnte man nur ganz schlecht hören. Die übertragen da vom Trommelfell, ich kenne mich da nicht so genau, das wissen andere besser, aber irgendwie, der Schall wird übertragen vom Trommelfell aufs Mittelohr, irgendwie, dass es halt bei uns im Gehirn ankommt. Ganz kleines Teil, die meisten sind sich wahrscheinlich dessen gar nicht bewusst, dass sie das überhaupt haben, aber ist enorm wichtig dafür, dass das Ganze funktioniert. Und jetzt wird eben in der Bibel wird wird der Leib eben mit der Gemeinde verglichen. Dieser Körper besteht, wie gesagt, eben aus bestimmten Körperteilen. Jedes Körperteil hat seine ganz bestimmte Aufgabe und das greift die Bibel jetzt eben auf. Und die Bibel sagt, jedes Teil hat seine Aufgabe. Und Aufgabe, da steckt das Wort Gabe drin. Und eine Gabe, die kriegt man ja immer von irgendjemand. Also so die Gabe, weiß ich, an Weihnachten gibt es viele Gaben, da wird es ja so umgangssprachlich so verwendet in dem Zusammenhang eben. Also da bekommt man was. Gabe hat also immer etwas damit zu tun, dass wir irgendetwas bekommen oder dass irgendjemand uns etwas gibt. Und so hat jeder von uns jetzt eben, jeder von uns ist praktisch in der Gemeinde Gottes ein Teil, ein Körperorgan, ein Körperteil und hat eine bestimmte Aufgabe. Und so gesehen hat jeder Gaben bekommen und jeder von uns ist so gesehen begabt. Begabung bedeutet, Gott gab uns Gaben. Wenn wir begabt sind, dann kriegen wir das von Gott. Da brauchen wir nicht stolz drauf sein, sondern alles das, was wir haben, das können wir nicht uns selber verdanken, sondern unserem Schöpfer. Und Gaben sind eben, wie gesagt, Dinge, die wir von Gott bekommen. Und das ist jetzt so eigentlich der erste und der wichtigste Punkt. Und selbst wenn ihr jetzt wirklich alles vergesst, was ich jetzt heute sage, ihr solltet nicht vergessen, dass ihr begabt seid. Jetzt sollte das eigentlich kommen hier. Wo muss ich ihn hinhalten? Ja. Passt, okay. Klappt. Also, du bist begabt. Das ist was, was man nicht vergessen sollte. Selbst wenn wir uns nicht so vorkommen, dass wir begabt sind. Jeder von uns ist begabt. Jeder von uns hat ganz bestimmte Gaben. Und ich finde das Erstaunliche ist, dass die Bibel da schon ein Thema aufgreift, das bis heute noch aktuell ist, nämlich, dass viele von uns meinen, andere können alles besser als ich. Und dass wir irgendwie nicht so ganz zufrieden sind mit dem, was wir sind, mit dem, was wir haben. Und da schauen wir uns einfach mal rein, was da jetzt die Bibel sagt. Ah, okay. Gut, also, 1. Korinther 12. Da steht es eben drin, was ich schon gesagt habe, dass eben der Körper nicht aus einem einzigen Teil besteht, sondern aus vielen unterschiedlichen Teilen. Und jetzt der Fuß, der ist es da irgendwie nicht so ganz einverstanden mit seiner Rolle. Der sagt, ich gehöre doch gar nicht dazu, weil ich nicht die Hand bin. Also da wird diese Thematik eben aufgegriffen, dass irgendein Körperteil nicht zufrieden ist mit seiner Rolle. Und im Endeffekt steht hier drin, dass jeder wichtig ist. Also gut. Lesen wir mal durch hier, wenn der Fuß erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich nicht die Hand bin, hört er damit auf, ein Teil des Körpers zu sein. Oder wenn das Ohr erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich nicht das Auge bin, hört es damit auf, ein Teil des Körpers zu sein. Natürlich nicht, hört er damit auf, das ist so eine rhetorische Frage. Gell? Wie könnte ein Mensch hören, wenn er nur aus Augen bestünde? Wie könnte er riechen, wenn er nur aus Ohren bestünde? Nun aber hat Gott im Körper viele Teile geschaffen und jedem Teil seinen Platz zugewiesen, so wie er es gewollt hat. Also er wollte, dass das Auge ist und nicht das Ohr, dass jemand der Fuß ist und nicht die Hand. Und genau so ist es eben enorm wichtig, dass wir
uns selber so annehmen können, wie wir sind mit diesen Gaben, die wir haben, dass wir die eben anerkennen und akzeptieren. Gut. Vers 19 war ich. Dankeschön. Wenn alles nur ein einzelner Teil wäre, wo bliebe da der Leib? Genau, es kann nicht jeder das Herz sein, es kann nicht jeder das Auge sein, es kann nicht jeder Kopf sein, sondern jeder hat einfach seine eigene Aufgabe. Und jetzt gibt es eben viele Teile und alle gehören dazu. Und genauso gehören wir alle eben zu diesem Leib Christi. Und keiner kann zum anderen sagen, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche dich nicht. Gerade die Teile des Körpers, die schwächer erscheinen, sind besonders wichtig. Ja, gerade zum Beispiel, was ich, Amboss, Steigbügel und so weiter. Das, was wir gerade gesagt haben. Also auf jeden Fall, jedes einzelne Teil ist wichtig. Und es ist wichtig, dass wir eben unsere Aufgaben, unsere Gaben erkennen und anerkennen und uns selbst einfach so annehmen. Jetzt möchte ich als nächstes an jemanden zitieren, den Albert Einstein. Ihm wird jetzt dieses Zitat zugeschrieben, ist es wohl nicht so ganz gesichert. Hier steht, er hat wohl mal gesagt, jeder von uns hat ein unglaubliches Potenzial, aber wenn ein Fisch daran gemessen wird, wie gut er auf einen Baum klettern kann, würde er immer denken, er wäre dumm. Also, scheint für uns es total klar. Natürlich, wie kann ein Fisch denn auf den Baum klettern wollen? Ich meine, dafür ist er doch gar nicht gemacht. Ein Fisch gehört ins Wasser. Nur dort fühlt er sich wohl, nur dort kann er die Fähigkeiten, die er eben hat, so richtig ausleben. Ganz abgesehen davon, an Land kann ein Fisch ja gar nicht überleben. Da kriegt er ja quasi keine Luft, so im übertragenen Sinne. Gell? Und von daher ist es einfach enorm wichtig, dass wir erkennen, in welchem Umfeld wir uns wohlfühlen, in welchem Umfeld wir unsere Gaben, unsere Stärken haben. Und das ist einfach enorm wichtig. Ansonsten kann es sein, dass wir gar nicht so richtig leben können, weil wir einfach uns ständig am falschen Platz fühlen. Und deshalb ist es wichtig, seine eigenen Stärken und Gaben zu erkennen. Und jetzt kann sich jeder von euch vielleicht mal überlegen, ja, wo liegen denn meine Gaben, wo liegen denn meine Stärken und Fähigkeiten? Und genau, überlegt euch das einfach einmal. Keine Angst, ich werde es niemand irgendwie aufrufen oder so und sage, horch mal, wo sind jetzt deine Gaben, Stärken und Fähigkeiten? Nee, aber einfach fragt euch einfach mal, ja, wo liegen denn jetzt meine Stärken, wo liegen meine Gaben? Und ich weiß es nicht, wie es euch geht, ob ihr das, eigentlich sollte es jeder so 2-3 Sachen aufzählen können, so für sich, wo er seine Stärken sieht. Und wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass jemand vielleicht seine Gaben und Stärken jetzt nicht sieht, dann möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch da auf die Suche macht, dass ihr euch vielleicht selber nochmal Gedanken macht oder mit irgendjemand drüber redet, mit einer Person eures Vertrauens, um da einfach rauszufinden, ja, was sind denn eigentlich meine Gaben, was sind denn eigentlich meine Stärken und Fähigkeiten? Eine Hilfe kann auch so ein Persönlichkeitstest sein. Ich habe da so einen kleinen QR-Code mitgebracht. Das ist wie der Name eben sagt, ist so ein Test, da kann man eben untersuchen, im Endeffekt, wo seine eigenen Stärken liegen. Das Ganze ist vielleicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich habe den Test jetzt auch gemacht für mich selber und da kam es bei mir raus, dass ich ein Entertainer bin. Und ja, ihr lacht, gell? Passt eigentlich überhaupt gar nicht. Weil wenn man jetzt so sieht, was ich auf irgendeiner Party oder so, bin ich ganz sicher nicht der hier für gute Stimmung sorgt oder so. Ich kann mir denken, woran das lag. Da gab es so Fragen, wo es heißt, würde es mir was ausmachen, vor irgendeiner großen Menschenmenge zu reden. Dann habe ich mir das überlegt und habe gedacht, das würde ich eigentlich schon machen. Und vermutlich so aus dem Grund raus kam das Ganze dann eben, dass ich so ein Entertainer bin. Und wie gesagt, das Ganze ist vielleicht mit ein bisschen Vorsicht zu genießen.
Und ja, jetzt kann man solche Tests auch machen unter professioneller Anleitung. Wenn da jemand Bedarf hat, kann er dann nach der Predigt gern auf mich zukommen. Also ja, ich fühle mich da jetzt nicht so kompetent drin, aber ich kenne jemanden, der da kompetent drin ist, dann kann ich da vielleicht vermitteln. Also auf jeden Fall ist es jetzt sehr wichtig, eben seine eigenen Gaben und Fähigkeiten zu erkennen und dann eben auch einzusetzen. Und was auf jeden Fall wichtig ist, es ist immer schlecht, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Der Sören Kierkegaard hat mal gesagt, alle Not kommt vom Vergleichen. Und wenn ich mich anfange, mit anderen zu vergleichen, ist das einfach, das sind Gedanken, die sind destruktiv. Das hilft uns nicht weiter. Weil es wird immer Leute geben, die Dinge besser können als mir selber. Und von daher sind es, wie gesagt, destruktive Gedanken. Und ich war da auch nicht, gut, jetzt würde ich mal sagen, habe ich jetzt die Probleme jetzt nicht mehr so sehr oder eigentlich nicht. Ich kann mich jetzt zwischenzeitlich so annehmen, wie ich bin, aber das war nicht immer in meinem Leben so. Also ich war schon auch, ja, als ich sportlich aktiv war im Tennisclub, da gab es immer Leute, die besser waren als ich. Oder im Studium, ich habe Physik studiert und das ist ja immer so ein Studium, da wird einem unterstellt, wenn man ein Physikstudium macht, dann ist man besonders intelligent. Und naja, das gilt für die allermeisten ja auch, aber ich bin mir da nie so intelligent vorgekommen. Weil ich war unter meine Physikkommilitonen, war ich immer eher so im unteren Drittel oder im unteren Viertel habe ich mich selber so angesiedelt. Gut, das kann man sagen, liegt vielleicht auch daran, dass da halt sich die ganze Kapsel da irgendwie treffen, gell? Und mag sein, ja. Aber auf jeden Fall ist es einfach wichtig, dass man sich da nicht unterkriegen lässt, dass man sich da nicht ständig mit anderen vergleicht, sich selber niedermacht, sondern dass man da einfach seine eigene Rolle und seine eigene Gabe so akzeptieren kann, so wie man eben ist. Gut, also, wir haben jetzt gesagt, wir sollen unsere Gaben erkennen, wir sollen uns selber akzeptieren, unsere Gabe erkennen. So, und das Nächste ist es natürlich, wenn man die Gaben erkennt, hat und erkennt, dann soll man sie natürlich auch einsetzen. Jetzt gibt es in der Bibel ein Gleichnis von den Talenten. Ich erzähle es jetzt mal kurz. Ich glaube, die allermeisten von euch kennen das, aber ich werde es trotzdem noch mal kurz erzählen. Talente, ja gut, wir verstehen es, unser Talent ist einfach irgendwas, was wir gut können, Begabung. Früher war Talent wohl die Einheit für eine Münze und ein Talent, das hat damals wohl 50 Kilogramm oder einem Zentner von irgendwas entsprochen. Also wenn jetzt jemand 5 Talente Silber gekriegt hat, dann hieß es damals 5 Zentner Silber. Und in diesem Beispiel, in diesem Gleichnis, da heißt es eben, da ging ein Mann ging ins Ausland und der war eben reich und hat sein Vermögen seine Verwalter überlassen. Und dem einen hat er 5 Talente gegeben, dem nächsten 2 und dem dritten hat er 1 Talent gegeben. Und hat sie dazu aufgefordert, mit denen ordentlich umzugehen, sage ich es mal so umgangssprachlich. Und der ist dann eben außer Landes gegangen, ist irgendwann wieder zurückgekommen und wollte dann eben sehen, was so die Einzelnen jetzt mit ihren Talente angestellt haben. Derjenige, der 5 Talente hatte, der hatte das vermehrt. Es ist mehr draus geworden, dann hat der Verwalter dafür gelobt und hat ihm noch mehr dazugegeben. Dann der mit 2 Talente, da war genau das Gleiche. Der hat es auch eben vermehrt, wurde dafür belohnt und der mit dem einen Talent, der hat gesagt, ja, ich weiß, dass du ein strenger Herr bist und deshalb aus Angst davor habe ich das Talent verbuddelt und da kann ich es wieder haben. Und der ist in dem ganzen Gleichnis nicht gut weggekommen. Also dem wurde das dann auch noch genommen. Dieses eine Talent musste dann hergeben, dann hat er im Endeffekt gar nichts mehr gehabt. Also, was sagt uns dieses Beispiel? Das Beispiel sagt uns, dass wir die Gaben und Talente, die wir haben, dass wir sie eben einsetzen sollen. Es hilft nichts, wenn wir sie nur haben, wenn wir sie dann verbuddeln, sondern wir sollen sie einsetzen.
Es ist natürlich die spannende Frage, ja, was bedeutet denn das jetzt, die Talente, die ich habe, wenn ich die einsetze? Wie vermehre ich denn die Talente, die ich habe? Wie geht denn das jetzt ganz konkret? Und ja gut, ich kann da natürlich auch keine abschließende Antwort darauf geben, aber meinem Empfinden nach ist es so, all die Dinge, die wir in andere Menschen reinlegen können, wo wir ihnen in irgendeiner Form im Glauben weiterhelfen können, sodass sie weiterkommen, sodass sie näher Richtung Gott kommen. Also all die Dinge, die wir in Menschen investieren, die ihren Glauben fördern, die sie in irgendeiner Art und Weise weiterbringen, das sind die Dinge, wo wir eben investieren. Das ist auch das, was im Endeffekt übrig bleibt von all dem, was wir tun. Gut, ich selber habe schon gesagt, ich habe auch Hobbys, fahre gern Fahrrad, mache noch gern andere Dinge und das ist auch gut und wichtig. Aber der Lohn dafür, den habe ich sofort einfach dafür, darin, dass ich darin Spaß habe, dass es dann in dem Ganzen gut geht und dann, das ist mein Lohn. Und wenn jetzt unser ganzes Leben eben nur darin besteht, dass wir belohnt werden, indem wir Dinge tun, die wir gerne tun, dann bleibt am Ende eben nicht viel davon übrig. Und von daher ist es einfach wichtig, dass wir unsere Gabe auch in dem Sinne einsetzen, dass es andere hilft. Und das ist jetzt so, ja genau, das ist jetzt eine, wie soll ich sagen, das ist jetzt vielleicht in gewisser Weise ein ermahnendes Wort an uns, aber auf der anderen Seite ist es auch ermutigend, weil Gott das ja möchte, dass wir unsere Gaben einsetzen und wenn wir das wollen, dann hilft er uns auch da dabei. Gut, okay, also, jetzt geht es darum, dass wir unsere Gaben einsetzen. Jetzt schauen wir mal wieder, was die Bibel dazu sagt. Da habe ich eine Bibelstelle genommen, Römer 12. Da wird es unter anderem, wird da jetzt eben aufgezählt, inwieweit wir jetzt in dem Fall jetzt innerhalb der Gemeinde unsere Gaben einsetzen können. Und was ich interessant finde, ist, was dem Ganzen vorausgeht. Da sagt der Paulus es eben, in der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, ermahne ich euch, überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Also, man soll sich nicht überschätzen, man soll natürlich auch nicht sagen, ja, ich bin wichtiger als der andere. Und es gibt sicherlich Leute, die das vielleicht innerlich so denken, ich gehöre zu denen jetzt eher nicht so dazu. Aber da muss jeder einfach schauen, wie er selber so gestrickt ist. Auf der anderen Seite soll man auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen, dass wir zu gering von uns denken, sondern es ist einfach wichtig, dass man da das richtige Maß findet. Und ich glaube, das kriegen wir dann, wenn wir uns dessen bewusst sind, all das, was wir sind, was wir haben, wie ich vorher das schon gesagt habe, das haben wir eben von Gott. Wir können nicht stolz darauf sein, dass wir irgendwelche Gaben haben, weil die Gaben, wie gesagt, die wurden ja uns gegeben. Und da soll man dankbar sein dafür und die auch entsprechend einsetzen. Gut, also wir sollen bescheiden sein. Und jetzt heißt es ja eben auch wiederum, dass unser Körper aus vielen Teilen besteht mit ganz unterschiedlichen Aufgaben. Und so ist es eben auch bei uns Christen. Und gemeinsam bilden wir eben alle diesen Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat uns, hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt und jetzt werden die Gaben aufgelistet. Hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann heißt es, dann muss es mit der Lehre des Glaubens übereinstimmen. Also daran kann man das so messen. Dann, wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll den praktischen Dienst gewissenhaft tun. In einer anderen Übersetzung heißt es, wer ein Amt habe, der übe dieses Amt aus. Also einfach, in dem Sinn, wenn wir jetzt einen praktischen Dienst haben, dann sollen wir es einfach tun. Und beim nächsten, wo es jetzt um die Unterweisung des Glaubens steht,
Da steht dann auch so drin, ja, derjenige, der jetzt die Aufgabe oder die Gabe des Lehrens hat, der soll einfach lehren, der soll das einfach tun. Im Endeffekt steht hier an etlichen Stellen, derjenige, der die Gabe hat, der soll diese Gabe auch gebrauchen. Und steht dann auch noch dabei, mit welcher Gesinnung er das eben tun soll. Dann praktischer Dienst, genau. Praktischer Dienst, da fehlt jetzt vieles drunter. Damit so eine Gemeinde funktioniert, braucht man eben diese praktischen Dienste. Das geht nicht anders. Dann Glaube unterweisen, der soll diesem Auftrag gerecht werden. Dann ermahnen und ermutigen, wer das kann, der nutze diese Gabe. Dann Bedürftige unterstützen, Gemeinde leiten und sich um Menschen in Not kümmern. Das sind die Dinge, das ist eigentlich ziemlich umfassend, was hier so geschildert wird. Und was auffällt, ist, finde ich, das sind jetzt zwei Dinge, die relativ ähnlich sind. Wenn Bedürftige unterstützen und sich um Menschen in Not kümmern, da geht es eben darum, andere in irgendeiner Form zu helfen. Und es gibt tatsächlich Menschen, die helfen gern. Da steht auch, wer sich um andere Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. Und ich kenne da auch jemand relativ gut, der gern hilft. Und ihr kennt die Person auch, ja, die Inge grinst schon. Ja, nee, also das ist wirklich, so hat einfach jeder unterschiedliche Gabe und die Inge hat schon viele unterschiedliche Gabe. Und eine Gabe ist es einfach, sie hilft gern. Und ich denk manchmal, oh Mann, das wäre mir zu viel. Also, und sie nimmt mich da aber auch in manche Sachen mit, sodass ich da eben dann auch mitziehe und im Endeffekt dann auch, ja. Und da ist sie mir echt ein großes Vorbild. Ja, ja. Ja, und so gibt es Dinge, die wir auch eben im Verborgenen tun. Und ich finde, es ist so kostbar, wenn wir in der Lage sind, das, was wir tun, nicht anderen zu präsentieren, sondern wenn wir das einfach im Verborgenen tun können. Jetzt komme ich nochmal auf mein Fahrrad zurück. Das hier, das Fahrrad oder das Rad hier hat keinen Schlauch. Das ist tubeless, so heißt das Ding. Und da ist kein Schlauch drin und es muss aber irgendwie die Luft da drin doch halten. Und jetzt ist es natürlich so konstruiert, die Felge hat da so eine bestimmte Aussparung, sodass dann der Reifen da richtig reinflutschen kann, wenn man den aufpumpt, sodass das Ganze ziemlich dicht ist. Aber man benötigt noch die Dichtmilch. Und die Dichtmilch, die wird, also das ist ein Teil vom Fahrrad, kennen relativ wenige, gut, die meisten haben auch keine Dichtmilch, die fahren nicht tubeless. Aber gute Tubeless-Fahrer sollten es kennen. Aber auf jeden Fall, es sieht niemand sieht diese Dichtmilch. Die wird jetzt in dem Reifen hier nur ständig umeinander gewirbelt und hat eigentlich zunächst mal gar keine Aufgabe. Die wartet nur drauf, bis ein Löchle in der Reife kommt und dann ist es sofort da. Dann entsteht da praktisch ein Unterdruck. Die Dichtmilch, die flutscht dorthin, hilft dort, sorgt dafür, dass das Loch abgedichtet wird und und dann ist wieder gut und dann schwabbelt sie wieder fröhlich vor sich hin. Und ich finde den Charakter in Anführungszeichen von dieser Dichtmilch so toll. Die hat ständig die Bereitschaft zu helfen. Das kann sein, jetzt bei meinem Fahrrad hier, ich bin jetzt auch schon etliche Kilometer gefahren, ich habe noch kein einziges Mal die Dichtmilch benötigt. Wo man mal auf einer größeren Tour war, auf dem Alpercross, bin ich neben einem hergefahren und bei dem hat es auf einmal angefangen zu pfeifen. Wir sind langsam einen Berg hochgefahren und da hat er nur gesagt, ich darf es nicht anhalten, ich muss einfach weiterfahren, sodass die Milch in Bewegung bleibt. Und dann tatsächlich nach ein, zwei Minuten war das vorbei und hat das Zischen aufgehört und dann hat er angehalten, der Reifen wieder aufpumpt und konnte weiterfahren. Also funktioniert wirklich mit dieser Dichtmilch. Und das finde ich eben so ein ganz toller Charakter, wenn jemand einfach im Hintergrund wirken kann und einfach nur bereit ist zu helfen, bereit ist einzuspringen, wenn Not am Mann ist. Ja, genau. Gut.
Und jetzt ist die Stelle, da möchte ich jetzt gern zwei kleine Interviews machen mit zwei lieben Menschen aus unserer Gemeinde. Und da darf ich jetzt zunächst mal die Manuela vorbitten. Manuela. So, also zunächst mal vielen Dank, Manuela, dass du dich hier bereit erklärt hast. Es ist für sie jetzt tatsächlich ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Wir haben uns überhaupt gar nicht abgesprochen, was für Fragen ich stellen werde. Und ja, genau. Ich vertraue dir jetzt voll und ganz. Okay, und ja, ich hoffe, dass das Vertrauen jetzt nicht enttäuscht wird. Also ich gebe mein Bestes. Ja, Manuela hat einen ganz außergewöhnlichen Beruf. Wissen einige von euch, sie ist Trauerrednerin. Aber, also sie auf Trauerfeiern hält sie da die Ansprache. Und ja, das war aber nicht immer so. Bis vor 2 Jahren hast du ja in der Stadt Leonberg gearbeitet. Ja, wie lange warst du da in der Stadt Leonberg? Ich habe bei der Stadt 12 Jahre gearbeitet und da meinen Job gemacht im Sekretariat. Okay. Und hast du das gern gemacht? Also im Grunde schon, weil es ja so meinen Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprochen hat. Struktur, Organisation, ja, assistieren dem anderen Vorgesetzten, Chef den Weg freimachen, dass er gute Arbeit leisten kann. Okay. Das war das, was ich gelernt habe, von Kindesbeinen an und nach der Schule halt. Mhm. Und das war ich so gewohnt, dass ich das bin und dass das meine Aufgabe ist. Okay. Und was meine Begabungen sind, das in diesem Prozess stecke ich immer noch. Mhm. Der wird wahrscheinlich nie aufhören. Ja, aber im Laufe der Zeit, man wächst ja. Ich habe gelernt, der Vergleich ist der Tod des Wachstums. Mhm, okay. Und als ich das irgendwann begriffen habe, hat sich natürlich auch Veränderung vollzogen und habe mich auf die Suche begeben im Laufe der Jahre und der Zeit. Geholfen hat mir dabei der Glaube, die Gemeinschaft, die Gemeinde hier seit, ich glaube, 2006 oder so. Mhm. Ne? Also es sind viele, viele Jahre, in denen ich dann auch das Wort kennengelernt habe. Und dann hat sich auch nach innen hin was getan, dass ich da auf die Suche gehe. Es haben sich auch andere Begabungen entwickelt. Zum Beispiel die Schreiberei, weil eine Schreibkunst ist es nicht. Mhm. Also ich habe schnell gemerkt, bin kein Beter, habe nicht die Gabe der Prophetie, bin kein Prediger und was es alles noch so schöne, tolle Sachen gibt, wo viel Begabung braucht. Und die anderen sind ja sowieso viel besser. Also hast du mir aus der Seele gesprochen, das geht uns ja sicher alle so. Gell? Ja. Und dann war ich sogar, also ich habe ein Talent oder eine Begabung entdeckt, die da war, die hat sich entwickelt. Aber ich war etwas enttäuscht darüber, dass es so gar keinen Platz, also ich war der Fisch auf dem Baum und dachte, Gott, was kann das für eine Gabe sein, die Schreiberei, wenn das gar niemand, also wenn es keine Zuhörerschaft oder Leserschaft oder Menschen, eine Menschengruppe gibt, wo diese paar Sätze oder Formulierungen und Texte von mir hören wollen. Mhm. Und über, ja, Begebenheiten in unserem privaten Bereich sind wir in den letzten Jahren mehrmals mit dem Tod in Berührung gekommen und da hat sich das ganz leise entwickelt. Dahingehend, dass ich eines Tages gesagt habe, ich kann meinen Job als Sekretärin nicht mehr tun, ich lasse es jetzt. Okay. Und da brauchte ich natürlich Unterstützung von meinem lieben Mann, weil ich gesagt habe, komme, was wolle, ich kündige meinen Job. Okay, das war dann ein echt mutiger Schritt. Ja, genau. Und da habe ich angefangen loszulassen, brauchte ich natürlich sein Einverständnis als gehorsame Ehefrau, kann ich das ja nicht alleine entscheiden. Und dann kamen wir dazu, gut, dann musst du jetzt 2 Dinge erledigen. Du suchst jetzt einen Bestatter,
stellst dich da mal vor und gehst den Weg, Trauerredner zu werden. Und so ist es dann in Gang gekommen. Okay, wow. Also du hast Gabe des Schreibens hast du bei dir entdeckt, kann ich auch bestätigen. Also wenn die Manuela in der Hauskirche immer irgendwelche Nachrichten geschickt hat und manchmal in unsere Hauskirchengruppe rein. Das war immer sehr gut ausformuliert. Also die Manuela hat wirklich eine Liebe zum Wort, Liebe zur Sprache. Und genau, das war in deinem Job nicht so richtig gefordert. Und jetzt hast du gedacht, du möchtest die Gabe auf eine andere Art und Weise einsetzen. Aber auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. Das sind ja ganz andere Wortschatz, ganz andere Sprache, die man im Geschäft spricht. Ne? Ja. Aber ich hatte so diese, ich weiß jetzt nicht, ob es die spirituelle Seite war in mir, dass ich da immer so ein Loch, ein Leck in mir gefühlt habe. Und wer mich ein bisschen näher kennt, der weiß, dass ich bin jetzt keine Frontfrau und eher im Hintergrund zurückgezogen, eher leise, in mich gekehrt. Und diese Mischung aus, also die Texte sind eher ein bisschen melancholisch, romantisch angehaucht. Also es ist nichts, kein Witz, über den du lachen kannst, ne, den ich dir schreibe. Oder, ja, und da war dieses, war ein weiter, ein langer Prozess, wirklich was zu finden, wo das reinpasst. Mhm. Und über einen Zufall, über den Tod von einer Mitarbeiterin, die früh gestorben ist und anonym begraben wurde und wir das dann organisiert haben, ist es entstanden, weil da wurde eine freie Trauerrednerin eingesetzt und da habe ich das so gesehen, das könnte was sein, wo ich reinpasse. Auch mit meinem, man hat ja nicht nur die Gabe. Die Gabe ist ja das ganze Sein. Mhm. Und da muss ja auch die Art hineinpassen und in der Zuhörerschaft oder die Trauergemeinde, die Menschen, die jetzt vor mir sind, die ich ein Stück weit begleite, da passt es perfekt. Jetzt ist der Fisch im Wasser. Okay, super. Und Und ich habe alles Gott gegeben. Ich habe gesagt, Gott, wenn du willst, dass ich das mache und du mir das Talent gegeben hast, dann musst du die Türen öffnen und die Wege frei machen. Mhm. Und habe alles losgelassen, meine Sicherheiten und meinen Job, und habe gewartet. Und sie sind aufgegangen. Okay. Ich muss nichts machen, nicht mal eigene Werbung. Ich kriege Aufträge, ich kriege Fälle und dann darf ich das tun. Und es hat mir Frieden geschenkt. Das Loch ist zu. Oder es ist immer mehr. Mhm. Es gibt andere Stellen, die dann trotzdem offen bleiben. Das ist immer noch die Menschenfurcht und die Redeangst. Mhm. Die habe ich, aber ich bin dabei, sie zu überwinden. Ja, auch durch diese Aufgabe. Ja. Und ich verlasse mich ganz auf Gott. Ich bin Gott sehr viel näher gekommen. Und er hat immer ein Wort für mich. Und das lässt mich wachsen hin zu ihm und auch hin zu den Menschen. Und es ist so sinnvoll und sinnhaftig. Und das ist was, was Frieden und Genugtuung schenkt. Dass, dass ich auch Menschen etwas zeigen kann. Also das Licht, das aus mir leuchtet, ist ja Gottes Licht. Mhm. Und ich denke, dass das was ist, das sie spüren, wenn ich da bin. Mhm. Und wenn ich ihren Verstorbenen, Gott übergebe. Manche sind ja ungläubig, nicht alle, aber das ist eine große Aufgabe, das dann tun zu dürfen und einfach das Beste, was mir passieren konnte. Ja. Ja, super. Vielen Dank, Manuela. Also, genau, da sehen wir, wie Gott einfach Wege auftun kann und wir dann in unsere Gaben und Berufung reinfinden können. Gell? Spät, weil ich bin aber besser spät als gar nicht, oder? Ich meine, das muss man ja dazu sagen, es hat ja jetzt bei mir sehr lange gedauert. Das war einfach ein Entwicklungsprozess. Den Menschen, dass sie das vorher entdecken und auf die Suche gehen. Okay. Alles klar. Also Manuela, vielen Dank. Ja. So, Christine. Genau. Die Christine ist ja quasi ein Urgestein in unserer Gemeinde. Kann man so sagen, nicht? Doch, oder? Doch, mit grauem Haar. Du bist, glaube ich,
Auch gut, wenn es alle ein bisschen verändert. Gell? Ja. Ja. Du bist ja, glaube ich, wirklich von Anfang an dabei in der Gemeinde, gell? Ja, als Besucher, ja, als Mitglied dann ein bisschen später. Ein bisschen später, ja. Genau, ja. Also auf jeden Fall, ja. Als wir sind 1996 das erste Mal in die Immanuel-Gemeinde gekommen, da warst du auf jeden Fall schon voll drin. Ja, was waren so deine erste Tätigkeit innerhalb der Gemeinde, wo du dich einbracht hast? Ja, so, gell, das ist jetzt spontan. Muss ja, ich noch überlegen. Muss ich überlegen. Also, ja, auf jeden Fall. Also, es war schon immer dann eben eher praktische Sachen. Auch manchmal ein bisschen Gebetsdienst war ja auch schon dabei dann, ja. Aber waren immer praktische Aufgaben. Also, ja. Okay. Mhm. Ja, also ehrlich gesagt, das Erste, was mir eingefallen ist, du hast doch lange Jahre eine Hauskirche geleitet. Ja, genau. Ja, das hast du auch gemacht. Ja. Und da hast du dich jetzt nicht so wohl gefühlt oder weshalb machst du das jetzt nicht mehr? Oder? Ja, also es ist ja so, gell, Gott schenkt nicht nur eine Begabung und die ist dann das ganze Leben lang, gell, sondern mir ist es immer so gewesen, dass Gott ja, mir was dann gegeben hat. Also entweder hat mich jemand gefragt, machst du das, kannst du dir das vorstellen? Oder habe ich eine Idee gehabt. Aber dann ist immer eine Freude dazu gekommen, ja. Immer, dass Gott mir dann eine Freude ins Herz geschenkt hat für eine Sache. Also ob ich jetzt Hauskirche geleitet habe, ob ich jetzt Frühgebet mal gemacht habe. Also es war immer eine Freude, die Gott dazu geschenkt hat. Und dann habe ich das gemacht, ja. Aber es ist immer wieder die Frage, ja, bin ich jetzt am richtigen Platz? Oder manchmal frage ich mich, ja, bin ich jetzt, mache ich jetzt das einfach, nur weil man es halt machen muss, bin ich da noch am richtigen Platz? Also ich habe das immer so erlebt, dass es, Gott ist so vielseitig, ja, und er gibt nicht eins und dann machst du es sein Leben lang, sondern es ist einfach schon wichtig, auch immer wieder zu fragen. Und ich, also mein Prüfstein war immer das, die Freude. Also wenn mir Gott eine Aufgabe gibt, gibt er mir auch Freude dazu. Wenn keine Freude kommt, ich glaube nicht dran, aber so die Freude, wo man Gott ins Herz gibt, oder Begeisterung, ja, wo ich dann denke, ja, und so und so und so kann es laufen, ja, und dann mache ich das, ja. Ja, okay. Ja gut, das merkt man auch bei dir, Christine, wenn du irgendeinen Dienst machst, einen praktischen Dienst, als wenn es, ich denke es halt ans Essen, vielleicht auch, weil ich gern esse, aber wenn du das Essen in die Hand nimmst, dann ist das immer was ganz Besonderes und da spürt man dann schon einfach die Freude an dieser Tätigkeit bei dir und du hast doch, glaube ich, du hast eine Ausbildung noch gemacht, relativ spät, oder? Als Hauswirtschafterin oder zumindest mal diese Weiterbildung. Ja, habe ich dann mit 50 noch angefangen, ja, einen neuen Beruf. Ja. Also meine Berufung dann nur als Beruf zu nehmen, ja, genau. Genau, ja. Also gut, die Organisation, das Kochen, das Versorgen von Leuten, Gastfreundlichkeit und so, das sind meine Begabungen schon im Grunde genommen, denke ich, und das habe ich dann noch zum Beruf jetzt gemacht. Ja, ja, super, genau. Also da bist du echt für mich ein großes Vorbild, weil du deine, wie du es eben gesagt hast, weil du das, was du tust, das machst du so mit voller Freude und Hingabe und nicht bloß, dass es gemacht ist, das merkt man einfach, sondern da steckt dein Herzblut drin. Ja, vielen Dank. Ja. Okay, ja, danke auch. Und Christine, einfach, mir ist auch immer so, dass das, was Gott auf mein Leben gelegt hat, ja, und das grundsätzlich oder was mich mein ganzes Leben begleitet, ist einfach, dass Gott zu mir gesagt hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Okay. Und ja, wenn das noch einfach rüberkommt oder ich das weitergeben kann, dann finde ich, dann ist das passiert, was Gott eigentlich, der Plan Gottes in meinem Leben, ja. Okay, super. Genau. Vielen Dank, Christine. Ja. Ja, und das ist jetzt auch eine gute Überleitung zu meinem letzten Punkt, nämlich die Motivation, weshalb ich bestimmte Dinge tue. Und wir haben vorher 1. Korinther 12 gelesen, wo eben diese ganzen Gaben aufgelistet werden. Und im direkten Anschluss danach kommt diese Bibelstelle. Ach, die ist schon da. Irgendjemand, ich glaube, das Ding funktioniert mit Gedankenübertragung. Okay, also 1. Korinther 13, ganz bekannte Bibelstelle, was vielleicht nicht jedem bewusst ist, in welchem Zusammenhang die steckt. Wie gesagt, direkt vor dieser Bibelstelle geht es eben um diese Gaben. Und jetzt kann man im Endeffekt sagen,
Hier steht es, wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Also, wenn ich irgendwas sage, wenn ich zum Beispiel ermahne und ermutige und ich mache es nicht aus Liebe, dann ist es einfach so, wie wenn ich hier auf irgendeinen Gong draufhaue, dann werden einfach nur physikalisch gesehen Schwingungen erzeugt und das war's dann. Einfach nur Krach, einfach nur Lärm. Und wenn ich die Dinge, ja, und so soll es eben nicht sein. Es soll Liebe dahinter stecken. Wenn die Liebe nicht dahinter steckt, dann wenn ich ermahne und ermutige ohne Liebe, was mache ich dann? Ja, dann will ich dem anderen vielleicht bloß zeigen, dass ich im Recht bin und der andere im Unrecht. Und das ist jedenfalls nicht konstruktiv, wenn man das so macht. Also es muss immer die Liebe dahinter stecken. Das Gleiche, wenn man prophetisch redet und selbst wenn man alles weiß und man hat die Liebe nicht, dann hilft es nicht, dann bringt es das nicht. Sogar wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Also hinter allem muss, soll, darf wirklich die Liebe stecken. Und woran erkenne ich das? Liebe ist immer selbstlos. Wenn ich irgendetwas tue, wenn ich meine Gaben einsetze, dann nicht, um mich selber in den Vordergrund zu rücken, um Anerkennung von Menschen zu kriegen, sondern mir geht es dann um den anderen. Und in dieser Gesinnung sollen wir eben Dinge tun. Und wenn wir das in dieser Gesinnung tun, dann bringt es auch im Endeffekt Frucht. Und so soll es sein. Das ist ja das, was wir alle wollen. Wir wollen im Endeffekt ein Leben, das erfolgreich ist, an dem wir am Ende nicht sagen müssen, ich habe mein Talent jetzt einfach nur verbuddelt oder für mich selber gebraucht, sondern ich möchte meine Talente und Gaben einsetzen für andere Gebraucher und die Motivation ist eben die Liebe. Ja, jetzt bin ich am Ende angekommen und ja, bevor ich jetzt Dieter übergebe, habe ich jetzt gedacht, möchte ich doch noch beten. Das liegt mir jetzt einfach auf dem Herzen. Herr, ich danke dir ganz herzlich, dass du jeden einzelnen Menschen von uns liebst. Jeder von uns ist wirklich begabt. Jeder von uns ist wichtig. Du hast keinen Überseher, sondern du hast jedem genau das gegeben, was er braucht. Und Heiliger Geist, so bete ich jetzt, dass wir das wirklich von ganzem Herzen annehmen können, so wie wir selber sind, dass wir das annehmen können und uns von dir gebrauchen lassen können. Oh ja, und so danke ich dir, dass wirklich jeder Einzelne wertvoll ist von uns hier. Und es ist wirklich so eine gute Nachricht, dass jeder gebraucht wird, jeder an der Stelle, wo er ist. Und so ist mein Gebet, dass du da jeden von uns gute Wege führst und leitest und dass du uns Weisheit und Erkenntnis schenkst, wie wir diese Gaben und Fähigkeiten für dich einsetzen können. Ja, danke dafür, dass du hier bist. Danke, dass du auf unserer Seite stehst. Danke, dass du da bist. Halleluja. Amen.